Schon Hallo, in ein meine Haus lieben als Freunde der Sonne. Belohnung. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Willkommen, Freund. Ja, wie Ein versprochen, neues Leben erwartet dich in jetzt gehen wir zu Metropolis, der Ramesu, Stadt des der die Horus. ganze Zeit Komm, schon labert und finde voll dein über meine Licht Antwort und geh geht. mit uns in ein... Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Hä? Wir haben doch schon gesagt, wir Willkommen. Hätten die angucken. Man kann es nicht lesen. Okay, nehmen wir mal einfach mal so zur Kenntnis. Komm, Ned. Willkommen, Nebet. Ja, dann schauen wir mal, ob die Dorfbewohner hier irgendwie was wissen. Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Okay. Jetzt müssen wir erst mit allen Leuten sprechen, die dann hier quasi irgendwelche Schriftzeichen in ihrem Haus haben, oder wie? Ja, wait, wir müssen erstmal ja die angucken. Zack. Doch, hier kommen wir rein. Sweet. Noch ein Teil der Botschaft. Oha. Bike, du kannst aber schön schreiben. Okay. Gut, dann sprechen wir mit den nächsten Dorfbewohnern. Ja, das heißt, in jedem Häusle von denen ist ein Teil von der Schrift und die sagt uns dann irgendwas Unheilvolles. Oder hoffentlich was Gutes. Du sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja, ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Geh nur rein. Alles klar. Sehr gastfreundlich. Krass gastfreundlich. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Ich würde gerne mal wissen, was da drauf steht. Also was das übersetzt halt heißt, ne? Und wir haben da noch gar keine Nachricht, sag ich jetzt mal halt. Darf ich dich etwas fragen? Ui, nicht erschrecken. Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Oh. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Uiuiui. Ui. Das ging aber schnell, du. Du bist süß, ey. Mehr von der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, sieh nach Westen Vision? Zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwen. Wo ist dieser Tempel? Ui, okay. Erkunde Letopolis Umgebung, um den Tempel der Millionen Jahre zu entdecken. Aha. Ich soll nach Westen gucken. Okay, ja, dann laufen wir mal nach Westen. Laut Kompass. Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Tempel da irgendwie finden, ne? Ich glaube, ich hole schon mal noch Phobos. Könnte eine längere Reise ein bisschen geben zusammen. Nach Westen ist auf jeden Fall der Stadtausgang. So, dann gehen wir jetzt halt voll in die Düne rein, ne? Das muss uns bewusst sein.
aber unser Fokus Nummer 2 bringt uns sicheres Geleit. Unser prächtiges Kamel. Cool, der Skin mit den ganzen Totenköpfen und dem schwarzen Kamelfell erinnert mich tatsächlich voll an den Skin, wo wir damals in Odyssey hatten. Den schwarzen Skin. Bevor wir dieses komische Teufelspferd da am Ende bekommen haben. So, war schon krass, wenn man so in die Weide guckt. Einmal so wie der Sand drüber zieht, ist schon mal mega geil gemacht. Und dann auch da hinten, wie es alles so verschwommen ist durch die Sonneneinstrahlung und sonstiges. Ist das vielleicht der Tempel der Millionen Jahre? Oder? Aua, nicht mich abschießen da hinten. Klebt das Ende ist auch was ganz anderes. Ja, okay, warte mal ganz kurz nochmal. Wenn du einen festen Stand in der Tobolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre bewacht von steinernen Löwenen. Ja, jetzt suchen wir halt mal noch, also nach Wäschen, ja, suchen wir noch steinerne Löwenen. Außer ich bin jetzt halt natürlich komplett lost. Weil Letopolis ist doch irgendwo hier. Und jetzt sind wir halt schon einfach da. Ne? Mifkat. Das ist halt Wäschen, das ist voll Wäschen. Das kann man. Also nein. Wir sind, sag ich, basically komplett falsch. Komplett. Ich dachte gerade, was brennt denn da im Sand? Ja, und hier können wir jetzt auch nicht durch, ungefähr. Nein. Okay, alles klar, dann geht's wieder back. Nach Letopolis. Schupp. Ja, oder man muss tatsächlich zu den Pyramiden nämlich laufen und da gucken, ob da die Löwen sind. Das müssen wir jetzt halt mal herausfinden, ne? Willkommen. Warte, ich lese es nochmal. Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, zieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre. So, dann gehen wir auf die Karte. Dann gucken wir Richtung Pyramiden. Da. Und vielleicht ist es dann in die Richtung. Komm, Neb. Bist du bereit zu arbeiten, um dich zu befreien? Richtig, Stadt ist direkt da vorne. Schon der Tempel. Na? Beachte die Übersetzung der Hieroglyphen. Ja, schön. Bewacht von steinernen Löwenen. Voila. Ja, das ist er. Das ist er tatsächlich. Das sind steinerne Löwenen. Ah, ich hab den voll. Oh, lol. Die bellen sich hier. Haha, ja, ja, mach dir mal. Ich erkunde mal den Tempel der Millionen Jahre. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Oh. Oh, Zerkobos. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Okay. Cool. Ich denke mal, wir haben es ja. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Tja, Bayek, da sagst du was. Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet.
Irgendein... Ja, ich wollte eigentlich plündern. Ein Gebet. Ein Gebet. Diese Männer, sie waren Wap-Priester. Wap. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In oh ihren no. Wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Ja, jetzt können wir damit Nee sprechen. Aber die sind. Oh, die hauen ja alle gerade rein. Perfekt. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Aha, ciao Leute. Gut. Wie stark. Da haben wir doch den Tempel der Millionen Jahre gefunden. Perfekt. Jetzt sprechen wir noch mit Nehi und sagen, was Sache ist. Dass die böse Göttin Sachmet, zeige jetzt einmal, hier ihr Unwesen treibt. Die Wap-Priester schon geil. Wap, wap. Ah, Bayek. Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebefer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch. Ich wusste es. Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Klar, ich bin Menschei. Bin immer freundlich zu euch. Beziehungsweise zu denen, die Hilfe brauchen. Bam. Stufe 23, jawohl. Sehr gut, Freunde. Also, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn sonst noch so in Letopolis oder Umgebung für Nebenquests? Schaut ziemlich mau aus, ne? Da unten ist noch Nomadenwasser wieder, okay. Kostbare Freundschaft, okay. Dann hier, wir könnten mal noch in die Pyramiden reingehen. Das bleibt uns auf jeden Fall noch eine Option. Ansonsten, die alte Bibliothek, die könnten wir auf jeden Fall noch machen. Das haben wir nämlich herausgefunden. Ich meine, wir sind mit Level 18, passt das ja. Ja, dann schauen wir mal, können wir da irgendwie schön in die Umgebung gehen. Machen wir es denn da? Die alte Bibliothek erkundet das Ostufer des Nils. Ja, perfekt. Da ist die Schnellreise. Boom, haben wir schön entdeckt gehabt. Stark. Ja, dann machen wir das noch zum Abschluss von der Folge. Das haben wir ja damals als Schriftrolle, glaube ich, in diesem einen unterirdischen Gewölbe da gefunden gehabt. Diese komischen Priester da waren. So, dann erkunden wir mal das Ostufer des Nils. Schauen wir mal, ob hier eine Bibliothek ist. Ja, aber wait, hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier waren wir ja schon. Hier hinten dran war ja die Ding. Erkunde das Ostufer des Nils. Achso. In diese Richtung müssen wir. Ah, da steht einer. Cool. Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Erstmal ausgelacht. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version Rhodos. Von Ma'ani Jehuti. Odyssee. Nein? Macht nichts.
Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Da gehe ich in die Söllen rein, jawohl. Ja, super geil. Da kriegen wir vielleicht ein legendäres Schwert, ne? Das Schwert von Mahed. Hört sich hier schon mal crazy an. Und ja, man merkt halt tatsächlich halt einfach, dass die Antike ist ja noch nicht hier vorbei. Also Ägypten ist ja noch voll in der Antikzeit. Ja, da einfach dieser Einfluss von Griechenland und Athen, was weiß ich. Ah, da ist ein Eingang. Finde und stiehle das Schwert von Ptah. Wow. Das sind halt einfach ganz viele Yuan, Goll. Gibt Fälle. Zack. Zack. Komm, ich spring mal runter. Und fight mal gegen die. Ich will ja den ja Fälle. Hammer. Ein bisschen ausweichen. Zack, zack, zack. Hammer. Ah, da war der von hinten schmieß. Mal schauen, wie viel wir treffen. Beide, ne? Ja. Cool. Jawohl, ganz viele Bälle. Extrem gut. So, erstmal alles andere plündern. Mit den kleinen hier und hier ist die goldene Truhe. Ich danke euch, teuerste Göttinnen. Damit episch. Werde ich den Glauben erhalten. Damit werde ich den Glauben erhalten. Ich sehe noch den Hauptmann töten. Da ist auch redet. Der Hauptmann redet. Ja komm, den legen wir jetzt noch schnell um, dann machen wir das. Sind uns die hier schön fertig. Jetzt uns keiner sieht, wäre das ends genial. Zack, nochmal. Nice. Okay. Haben wir das auch erledigt. Den Löwen lassen wir jetzt mal noch drin. Und nicht passiert ihm nichts. Hust, hust. Gut. Das heißt, die Quest haben wir auch. Sehr gut. Die Geheimnis der ersten Pyramiden, jo, das ist glaube ich DLC-Quest auf jeden Fall. Und alles andere auch, okay. Ja, dann gilt es, ich sage jetzt mal weiter, die Köpfe der Schlange weiter zu finden. Und zwar gehen wir der Hyäne nämlich nach. Und zwar können wir, oh, versteckte Klinge erstmal upgraden. Im Nahkampf Kupferschwert. Okay, Schicksalsklinge, alles klar. Schwert des Ptah. Ja, können wir mal auf jeden Fall auswählen. Doppelschwerter sind aber besser. Gut, dann nehmen wir mal einfach als Zweidorfer, ne? Das Schwert des Ptah. Gut, Streikkolben, Eisenspeer, okay. Gut, dann haben wir alles. Schild. Oh, gab's ein Holzschild, wow. Hammer. Gut, zwei Fähigkeitspunkte. Fehlt uns noch einer für diese Höchstleistungsraserei. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, ja eben, dann würde ich sagen, die Hyäne ist als nächstes dran. Und wir müssen nach Gizeh reisen. Und das Schöne ist, da unten ist Gizeh. Wir kommen auf jeden Fall an den Pyramiden vorbei. Und damit wir auch hier wieder das schöne Fragezeichen mitnehmen, gehen wir einfach nach Litopolis und reisen einfach hier runter. Dann können wir noch diese Statue kaputt machen. Und so haben wir noch ein bisschen Erkundungstour. Sprachbegabt. Ach. Gut. Kamelchen.
Gut. Ja, dann verlassen wir hier diese wüste Stadt Letopolis. Und begeben uns auf die Reise nach Gizeh. Gizeh gibt es ja, glaube ich, heute auch noch. Zumindest halt die Pyramiden von Gizeh, die gibt es noch. Da denke ich mal, dass es Gizeh auch noch geben wird. Ich gerade aktuell muss sagen, in Assassin's Creed sehr ruhig. Keine Musik, fast nichts. Man hört nur den Wind, der durch die ganzen Dünen pfeift. Und im Hintergrund schon eine der Pyramiden. Geil. So, erstes Fragezeichen. Und Statue, was geht? Sieht aus wie eine Garnison wieder. Ein Wachturm. Okay. So, nice. Statue haben wir erledigt. Dann ist da noch ein Aussichtspunkt. Den nehmen wir auch ein. Verlassener Tempel des Chatti. Okay. Jo, die Türme sehen echt lustig hier aus, muss man sagen. Verdammt lustig mit den ganzen kleinen Löchern da drin. Oh, ich glaube, ich bin am falschen. Oh, na gut. Oh, wir schaffen es wahrscheinlich schön hier rüber. Und dann nochmal an ihn auch dran. Jawohl. Sehr gut. Oh, diesmal sogar ganz auf die Spitze für die Synchronisation. Stark. Ja, Ägypter bei Nacht. Boah, geil, die Pyramiden, ey. Ich freue mich schon richtig, wenn wir die besuchen. Starke Sache. Wirklich starke Sache. Gut, einmal runter. Oh, das war knapp. Holy moly. Das war wirklich knapp. Da ist ein Philakitai. Jetzt überlege ich gerade. Sind jetzt völlig in diesem Gebiet, ne? Wollen wir das jetzt noch aufdenken oder ich glaube, das mache ich danach. Dann gehen wir mal nach da und arbeiten uns so ein bisschen an den Dünen und an den Ruinen vorbei, bei den Pyramiden. Und dann gehen wir mal zu der Hyänenquest. Dass wir die schon mal starten. Dann mache ich nämlich offscreen. Super, jetzt muss ich da schwimmen. Na gut, dann schwimmen wir halt. Ja, dass wir die starten und dann mache ich die ganzen anderen kleinen Sachen, die Fragezeichen und so, als Nebenquest. Offline. Und ja, zeige ich dann eben, wie es dann auf jeden Fall mit der Hyäne dann weitergeht. Es ist echt nett von diesem Bootsfahrer hier mir noch das Boot anzubieten, aber ich habe schon die halbe Wegstrecke durchgeschwommen. Versteck am Chiops Tempel. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja, okay. Verstehe schon. Gut, dann machen wir hier gerade das nächste. Und arbeiten uns so langsam vor. Ganz viele Flamingos noch unterwegs. Und das Geile ist halt einfach, man kann halt auch den Aussichtspunkt auf der Pyramide zum Synchronisieren nutzen. Ist mega fett. Mastaba auf dem Ostfriedhof. So. Ja dann. Freunde, haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind nach Gizeh gerissen. Neuer Ort entdeckt. Die große Sphinx. Ulala. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Okay, Freunde. Ja, so wie es aussieht. Genau, hier ist der Markt. Und dann schauen wir mal, ob wir noch die große Sphinx finden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.